Moin, moin, meine lieben Tibass-Freunde. Omsi-Freunde kann ich ja an der Stelle auch sagen, aber wir sind heute in Tibass am 26. Dezember. Nee, was laber ich hier? Am 6. Dezember kam der Bus als Nikolaus-Geschenk so gesagt raus und wir gucken uns den heute mal auf der Linie TXL an. Ja, normalerweise, soweit ich weiß, ist das hier keine Doppeldeckerlinie. Wir werden einfach mal gucken, ob wir das Ganze schaffen werden. Ich habe so ein bisschen Bedenken. Am Tegel Flughafen ist da so eine Unterführung, dass wir da irgendwie stecken bleiben. Wir probieren das Ganze aus. Wir starten hier am Alexanderplatz in Berlin. Man kennt ihn. Und dann setzen wir uns mal rein, rüsten den Bus soweit auf. Ich habe gesehen, wir haben hier so eine richtig komische Fahrerposition. Und das kann ich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Nee. Weiter runter geht nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja, so zurück geht. Aber gut, das lassen wir dann halt einfach so. So, wir machen den Bums hier an, melden uns hier an. So wie man es kennt. 3, 4, 9, 4. Alles klar. Dann kommen sie rein, dann starten wir hier den Wagen. Er ist ein bisschen laut, finde ich. So, 24 Stunden AB. AB 24 Stunden ist nicht korrekt. ABC, sorry. Habe ich gerade nicht gesehen. Das passt soweit. Ich wünsche gute Fahrt. Einzelfahrschein A, B. Soll die junge Frau doch kriegen. Das stimmt auch soweit. Gute Fahrt wünsche ich. So. Alles klar. Kann man hier das Sonnenrollo runtermachen? Tatsache. Aber das bringt irgendwie nicht viel. Haben wir hier noch irgendwas? 32. Wir haben schon eine Minute Verspätung. Ah, Mist. Ich sehe gerade. Die... Oh. Ich sehe gerade... Deaktiviert, dass irgendwas mit den Einstellungen ist. Dass ich hier die Türen nicht aufmachen kann. Das ist ein bisschen doof. Doors. Ja, hier habe ich eigentlich vordere Tür. Taste hinzufügen. Das ist alles... geändert worden. Taste hinzufügen, den hier. Hintere Tür öffnen, schließen. Dann die hier. Alles klar. Dann sollte es das gewesen sein. Alles okay. Dann gucken wir hier nochmal. Geht immer noch nicht. Aber die Ganganzeige, die ist geblieben. Das ist ein bisschen tricky jetzt hier gerade. Ja, hier ist er wieder raus. Hinzufügen 1, 2, hinzufügen 2, 3. So, alles klar, anwenden. Und dann zurück. Aber es geht immer noch nicht. Wieso geht das nicht? Was ist denn sonst hier die Tastenbelegung? Aber er hat das genommen. Komisch. Vordere Tür öffnen, das hier und das hier. So, und jetzt, ach so, Scania Citywide, ja, aber trotzdem, das ist ja so gesagt für alle. Das ist ein bisschen doof. Ah, hier, Türfreigabe, Retarder, Haltestellenbremse. Aber es gibt hier keine... Nein, City DD ist hier nicht nochmal drinne. Das ist ein bisschen doof. Und Doors ist hier ja auch. Das ist ein bisschen tricky jetzt gerade. Sonst machen wir einfach die hintere Tür freigeben auf den hier. Retarder aus, Handbremse. Okay. Ja, gehen wir jetzt einfach mal auf Anwenden. Stimmt, wir müssen ja
Die Tür freigeben immer. Alles klar. So. Aber ich krieg das hier immer noch nicht an. Warum ist jetzt das Radio hier? Warum ist das Radio jetzt hier an? So. Dann fahren wir jetzt auch ab mit ein bisschen Verspätung. Im Gang ist drinne. Die Musik nervt hier immer noch. Oh, sogar das hier geht jetzt. End. Wie ging die Musik hier nochmal aus? Das nervt mich jetzt hier gerade so ein bisschen. Ich glaube mit den Tasten. Ja, gut, dann machen wir noch das Licht an. Das nervt mich gerade extremst, dass das Radio an ist. Naja, was soll man machen? Man kann ja nicht alles haben. Wir gucken uns gleich auch noch den Wagen einmal von innen an. Wir haben hier eine schöne LCD-Innenanzeige. Oh, wir haben grün. Verspätung ein bisschen rausfahren, würde ich sagen. Können wir hier auch schlecht. Passt das hier von der Brücke her? Ja, gerade so eben. Oh, süße Hupe. So. Unten und oben machen wir mal an. Ja, so weit, glaube ich. Ah, so. Spandauer Straße. Alles klar. Guti. Ja, ich sitze hier wie der Präsident und guck von oben ab. So fühle ich mich. Mensch, Mensch, Mensch. Aber so von den Texturen her ist das Spiel schon atemberaubend. Mal gucken, wann der Multiplayer jetzt rauskommt. Wenn das Funkgerät jetzt schon geht, dann wird es, glaube ich, nicht lange dauern. Ah, jetzt habe ich herausgefunden, wie man das Radio leiser macht. Immerhin etwas. Aber, oh, okay. Kamera, Sichtfeld. Ja, das passt so. Guti, dann steigt mal rein, liebe Leute. Dann können wir auch pünktlich abfahren. Alles klar. Gute Fahrt euch. Ja, ich fahre euch. So. Die Freigabe ist raus, dann können wir fahren. Busampel ist auf fahren oder so gesagt auf grün vor uns. Ich höre immer noch Radio. Das ist ein bisschen nervig. Ah, wir fahren mal auf die linke. Ja, doch, können wir hier bleiben. So. Beschleunigung ist nicht so heftig wie beim Scania, muss ich sagen. Aber das sollte uns ja nicht stören. So, da fährt keiner. Da können wir mal rüberziehen hier. Dann sollte das kein Problem sein. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Bus findet, ob ihr Tebas zockt oder nicht. Das interessiert mich na klar auch, was ihr zu dem Produkt hier sagt. Auch gerade dem MAN hier. Es hat sich ja so gesagt viel getan gerade. Jetzt geht hier schon das hier. Das ging dann klar vorher nicht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt beim Scania ist. Ob das da geht oder nicht. I don't know. Muss man herausfinden, wenn man ihn dann fährt. So, Staatsoper. Ja, wir können ja hier fast eine Vollbremsung mit dem machen. Also Bremsen sind eigentlich tippitoppi. So. Dann kommt mal rin hier. Startsuper, die Anzeige geht sogar richtig. Und dann fahren wir ab. Guti. Mit einer Minute Verspätung, aber das lässt sich aushalten. Wenn wir jetzt Glück haben, brauchen wir hier gar nicht ganz anhalten. Ah doch, leider schon. Nee, doch nicht. Denn wir müssen hier auf die linke Fahrbahn. Jetzt können wir rüber. Busspur geht zwar bis davor. Ja, lässt du mich? Oh, das ist nett, danke.
Das hat er gehört. Ja, okay. Schilder fallen hier um. Ja. Ist halt auch mal was Außergewöhnliches hier auf der TXL-Linie. TXL, ne? Ja. Oh, wir haben hier eine Busspur und eine rote Ampel. So. Schön wäre es, wenn man das Dashboard noch weiter ranziehen könnte. Aber hier unten ist auch kein Knopf dafür. Das ist ein bisschen schade. Schade Marmelade. Und hier ist auch so kein Knopf, sehe ich gerade. Nee. Schade. Würde man das noch können, dann wäre das echt ein richtig geiles Produkt. So, Abfahrt. Wieso blinke ich eigentlich noch? Ich muss hier rechts halten. Mensch. Ich habe gar nicht so mitgekriegt. Man konnte den Bus ja schon bei wo war das? Aerosoft oder so in der Prime Dingensbummens testen. Und dann habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es den jetzt so gibt. Aber seit dem 6. Dezember gibt es ihn. So, was kriegst denn du zurück? 20 Cent. So, gute Fahrt. Das habe ich so gar nicht mitgekriegt. Aber sollte ja auch kein Problem sein. Und ist es denn echt auch so, dass die MANs immer in den Neutralen schalten dann hier? Das ist mir noch nie so aufgefallen. Das ist was ganz Neues. So, kann man die Kameras hier eigentlich durchschalten? Meine nächste Frage. So. Ist denn hier das Kamerasymbol? Ja. Ist das hier auch so wie beim Scania? Ja, sexy. Mann, Mann, Mann. BVB on Tour. Aber irgendwie leckt das, wenn ich die Kamera on mache. Machen wir lieber von hinten. Oder von oben. Weil oben können wir ja so schlecht von unten hochrufen oder irgendwas machen. Ja. Gut, ich glaube, ein bisschen haben wir schon aufgeholt an Zeit, aber da vorne sehe ich, glaube ich, gerade wieder eine rote Ampel. Na, du bleibst da. Ah, nee. Gut, heute mal was Spektakuläres hier auf der Linie. Haltestellenbremse geht auch. Nice. Einen wunderschönen guten Tag, Brandenburger Tor. Oh. So, Abfahrt. Wollte ich mal gucken. Ja, geht immer noch nicht. Schade. So, Abfahrt. Eine Minute haben wir hier. Aber ich denke mal, dass wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit ja, wie heißt es? Ein bisschen Verspätung kriegen, auf jeden Fall. Weil bei dem Verkehr hier, wir können uns bis hier beidrängeln, machen hier die Haltestellenbremse einfach rein. Und dann warten wir auf das grüne Signal da vorne. Und erstmal einen Schluck trinken. Ich hoffe, ihr trinkt auch, währenddessen ihr das Video schaut. Holt ein paar Chips. Und genießt das Video. So. Aber der sagt schnell. Der Line City hier, der DD, der sieht wirklich gut aus, aber vom Sound her nicht so. Oh, da kommen wir noch rüber. Hängt in die letzte Achse mit. Tatsache. Kommen wir da rum. Ja. Ein schönes Bild jetzt eigentlich wert gewesen. Aber gut, man kann ja nicht alles im Leben haben. Ich vergaß. So, Startsuper, da haben wir wieder Verspätung. Es war klar. So, benutzen wir hier wieder die Haltestellenbremse. Dann sollte das alles kein Problem sein.
Und dann gucken wir uns hier mal ganz schnell, bevor es grün wird, den Wagen an. Kommen wir hier hoch? Tatsache. Mensch, ey. So eine schöne Aussicht. Die hätte ich damals schon gerne gehabt. Ob die Scheibenwischer hier auch schon funktionieren oben, müssen wir gleich mal austesten. So, dann gehen wir hier unten wieder runter. Ja, die Texturen sind halt bombastisch. So. Achso, Haltestellenbremse. So. Dann drücken wir einmal den F4-Muskel, wollte ich gerade sagen. Gucken, ob die auch oben gehen. Marschallbrücke. Tatsache. Das ist ein gutes Gimmick. Mann, da bin ich richtig stolz. Da kann ich wirklich nur Lob. Also von den Texturen her und sonstiges ist der Bus echt bombastisch. Nur man müsste halt nochmal die Fahrersicht oder die Sitzposition ein bisschen weiter zum Cockpit machen. Dann wäre das perfekt für mich. Ernsthaft. Das wäre echt perfekt. Weil man kann das Dashboard ja nicht irgendwie jetzt gerade so hin und her stellen, wie man möchte. Das nervt mich manchmal. Gerade ich so als Omsi-Fan. Wäre das schon vorteilhaft, weil in Omsi geht das na klar auch bei den meisten Bussen jetzt schon so. Du lässt mich durch, das ist nett. Na ja, gut, ich hab's mir gerade so gemacht. Dann bedanken wir uns einmal. Und dann ist gut. Weil hier ist 30, alles klar, deswegen staut sich das hier so. Naja. Jo. Sorry. Meine Damen und Herren, haben wir hier gar kein Mikrofon? Das geht auch. Ich bin echt erstaunt gerade. Das geht halt alles. Mensch, was habt ihr gemacht aus dem Simulator? Das wird hier ein... Boah, was? Das wird hier ein richtiger Porno-Simulator. Meiner Meinung gerade nach. Ich bin gerade wirklich fasziniert. Und es fahren Betonmischer durch die Gegend. Mensch. Großes Lob. Echt. Muss ich sagen. Ich weiß, hier ist 30, aber ein bisschen Zeit wollte ich aufholen. Lidl ist jetzt hier rechts auch. Mensch, das Spiel haut mich gerade wirklich aus den Socken. Muss ich echt so sagen. Ne? Ich bin echt überrascht gerade. Mensch, Leute. Ich weiß, ist es jetzt nicht ganz neu, ne? Der Bus ist halt, oder das Update ist halt am 6. Dezember rausgekommen. Es ist nichts mehr Neues, aber für mich gerade schon, weil ich es halt wirklich nicht mitgekriegt habe. Ich habe gerade bei Steam so gelesen, wir veröffentlichen den Bus also als Nikolausgeschenk. Finde ich echt schön, dass so eine Updates kommen. Mal gucken, ich bin gespannt, was Weihnachten oder so kommt, ne? Weil wenn sie jetzt schon für Nikolaus einen raushauen, also diesen Bus, dann will ich nicht wissen, was Weihnachten kommt. Ich bin gespannt, echt. Ich bin echt gespannt. Ja, du nimmst mir die Vorfahrt. Das war mir klar, aber hier ist ja sowieso nur 30, du hast ja recht. Das lassen wir hier durchgehen. So. Und wir sind pünktlich. So, da kommt noch wer. Alles klar, noch wer? Nee. Gut, Abfahrt. Also eigentlich, ja, ihr habt doch Vorfahrt, oder nicht? Ja, jetzt fahrt ihr. Nee. Jetzt. Tipp was? Ist er gerade hier abgeraucht oder was? Nee. Ich wollte gerade sagen, ey. Tipp was lässt mich jetzt auch schon im Stich. So, da kommen wir rüber. Komm, Günni, gib Gas. So. Eigentlich hätten wir den Bus auf der X10 fahren sollen. Das machen wir bestimmt auch noch. Aber ich dachte, ich lasse mich jetzt hier nicht dumm. Ein bisschen spannend müssen wir das ja auch haben. Ne?
Oh, der ist auch neu. GTI sogar. Nice, 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 echt. Der Schalter ist nicht belegt. Da kommt bestimmt noch ein Schalter hin. Ja. So, gib ihn. Ah, hier ist eine Haltestelle. Sag das doch. Was hat denn Tebas hier gerade für Aussetzer? Das nervt mich gerade. Das ist wie in der letzten Folge Tebas, wo es dann am Ende abgekratzt ist. Wir machen hier mal alle auf. Einzelfahrschein A, B, C. Das passt soweit. Dann kriegst du 20 wieder. Gute Fahrt. So. Noch ist grün. Nigel dich hoch hier. Dann geht's ab. Warum habe ich jetzt so einen Schnupfen? Sagt mir das mal einer oder kann mir das mal jemand beantworten? Das ist ja fürchterlich. So. Oh, da war rot. Ja, sorry an der Stelle. Das Fahrverhalten ist auch eigentlich gut. Also es schwenkt ja noch richtig nach. Mensch, Leute. Hier, das meine ich. Der schwenkt ja richtig nach. Ach, die Haltestellenbremse. Oder ist es grün? Ja, ist grün. Tatsache. Oh. Das hier ist aber auch neu. Ah nee, doch nicht. Das wird nur falsch angezeigt. Sorry, sorry, aber das Stück ist... Boah. Das ist alles neu hier. Mann. Ich habe echt was verpasst mit der Zeit. So, wir haben eine Minute vertrieben. Das sehe hier jemand einsteigen. Zum Glück haben wir hier eine Busspur. Das freut mich an der Stelle. So, aber wir müssen trotzdem gleich einmal hier, ja, oder können wir hier weiterfahren? Tatsache, das können wir auch machen. Jetzt blendet mich hier nochmal die Sonne, aber das geht ja hier jetzt zum Glück. Beim Scania ging das ja noch nicht, aber ich sitze so weit hoch, da brauche ich diese Sonnenrollo gar nicht. Das bringt auch nicht. So, ein bisschen Split hier auch rum. Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, die Spur hört hier auf. Ah, wir müssen links rüber. Lässt mich hier wer? Das ist nett, danke. Hinter der... Ah, nee, doch nicht. Ah, doch. Doch, es wird einspurig. Wir haben jetzt ganze 2 Kilometer Tour zur Turmstraße. Tut mir leid da vorne. Oh, wir haben keine Rückfahrkamera hier beim Bus. Das ist mir auch neu. Hier, was ist denn da? So, eine rote Ampel. Ich habe gar nichts gesagt. Gar nichts. Ups. Gehen die Fenster hier schon auf? Nee. Ja gut. Ne? Trotzdem... wirklich geil, finde ich. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wirklich, ich bin echt gespannt. Oh, da kommen wir noch rüber. Bin wirklich gespannt, was ihr zu diesem Bus sagt, gerade in Tebas. Ne? Es war ja schon lange angekündigt, dass dieser Bus rauskommen soll. Mensch, was ist denn los bei euch? Ja, komm. Wisst ihr, wir drängeln uns jetzt vor. Wir drängeln uns hier hinter dem Boxer. Ah, das ist mein Spiegel. So. Hinter dem Boxer drängeln wir uns eben mal rein. In der Hoffnung, dass das was wird. Die Polizei, die sagt, na klar, jetzt gerade nichts. Und in der Zeit können wir mal gucken.
Geht die Diagnose schon? Boah. Nice. Echt. Echt überragend. So, der lässt uns sogar. Mann. Naja. Ich bin echt gerade wirklich erstaunt. So, was ist hier schon wieder eine rote Ampel vorne? Geht das dimm? Hey, Tatsache. Können wir auch so gerade weiterfahren? Ah nee, man sieht halt komplett gar nichts. Gar nichts. Also auch nicht. Können wir auch so rumfahren. Besseres Feeling, wenn das Licht an ist. So, ihr merkt auch gerade, ich bin dem Bus oder fahre dem Bus jetzt das erste Mal. Ja. Da ist das nun mal so. Ich bin halt wirklich gerade emotional richtig überrascht von dem Bus. Muss ich jetzt wirklich an dieser Stelle sagen. Und Props gehen raus. Echt. So viel, wie sich hier getan hat. Ja, in Omsi haben sie immer rausgeballert, ne? Ich bin echt gespannt. Ja, ich wollte gerade sagen, willst du rechts abbiegen? Du blinkst nicht. In Omsi, da gibt es ja noch nicht mal einen Multiplayer, außer dem Busbetriebssimulator. Aber das ist ein Simulator, da sieht man sich halt kurz im Spiel und dann ist gut. Und das hier soll ja wirklich so ein richtiger, ne, Simulator werden, wo man sich auch im Spiel sieht. So wie Bus-Simulator. Auch mit Leitstelle sonstiges. Ich bin echt gespannt, was jetzt noch kommt. Aber mein Feedback jetzt hier zu dem Bus ist richtig top. Ne? Hier würde ich was abziehen bei dem Fahrer oder bei der Fahrersicht, dass die so weit oben ist. Das nervt mich extremst. Aber wie gesagt, ein schöner Bus, ein schönes Modell. Auch hier von den Texturen her, man kann eigentlich alles lesen. Und das, ne? In HD-Texturen, glaube ich, ne? Das sind ja HD-Texturen, so meiner Meinung nach, ne? Echt. Die Anzeige, Junge. Maria Gottes. Lang habe ich nicht mehr so was Schönes gesehen, außer im Train Simulator. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugehen. Ne? So, wir biegen hier rechts ab. So. Nehmen wir ein bisschen. Oh, wer hat da hinten denn bestimmt? Das könnte Manfred 2 gewesen sein. Und jetzt haben wir ein bisschen. Ja, wir setzen ein bisschen auf, da wir ein bisschen tief sind. Wenn ich bremse, dann neigt er sich hier halt ganz schön ab. Ja. Achso, das kann man auch machen. Okay. So, ich will los, Manfred. Gibi. So, lass mich hier wieder rüber. Oh, das ist nett. Danke. Na, was ist hier denn los? Was steht da? Irgendwas stand da gerade. Ich konnte es nicht lesen. Einzelfahrschein AD. Sofort. 4 Euro. Nee, passt. Alle Tour. Ah. Türfreigabe oder Haltestellen. Bremse erforderlich. Alles klar. So, wir können fahren. Das ist aber nett. Das machen wir na klar auch. Waren wir nicht gerade bei der Turmstraße? So, Pressline. Ja, gut. Verlesen. Achso, das kommt auch. Ich weiß nicht, ob das wirklich bei den M1 kommt. Da fragt mich, weil ich bin halt nicht so ein großer M1-Fan. Aber dieses Modell, das ist wirklich genial.
Muss ich echt sagen. Mann, ich kann heute nur loben. Tut mir leid. Tut mir leid, echt. Oh ja, das ist, weil ich gerade gelesen habe, was da steht. Automatisch schließen der hinteren Türen deaktiviert. Ja, ist ja auch klar, ne? Wenn man den Kinderwagen-Taster drückt, dass das passiert. So, jetzt kommt hier eine rote Ampel. Wir können hier aber schon mal auf die rechte Spur gehen. Guck mal, wird auch gleich grün. Da passt alles. Wie für uns gemacht. Kredit, wollte ich gerade sagen. Wer die Werbung kennt, weiß, was gemeint ist. So. So, wir haben jetzt hier noch keine Sekunden Zeit. Können wir direkt abfahren. Das passt ja ganz gut. So, wir müssen hier gleich nach rechts. Also bleiben wir ganz entspannt hier auf der rechten Seite. So. Also das passt hier gerade so eben mit dem... Oh. Mit dem... Ampeln. So. Wir machen uns hier kurz eine Zigarette an. Und bevor trinken wir einen Schluck. Leute, macht mir nicht nach. Rauchen ist ungesund und schadet eurer Lunge. Gutes Deutsch, ne? So, was ist denn jetzt hier? Wird es jetzt hier auch nochmal grün? Ja, als hätte die Ampel mich gehört, wa? Naja, die Fußgänger müssen wir jetzt eben noch rüberlassen. Ich glaube somit... Doch, da kommt noch einer. Ja, lauf uns halt durch den Bus. Jetzt ist aber frei. So. Die nächste Haltestelle ist in 700 Metern. Da hätten wir jetzt auch schon abfahren. Ah, nee, doch nicht. Wir haben es ja erst 14.10 Uhr. Alles entspannt hier. Mensch, Mensch, Mensch. Na, ob wir da so gut hinkommen, was sagt die Uhrzeit? Ja. In einer Minute sollten wir da sein oder abfahren. Aber das sollten wir ja gut hinkriegen. Wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit. Wir haben Zeit wieder aufgeholt. Ganz entspannt hier jetzt. So, Aral. Auch neu, glaube ich. Können wir hier rechts einfach überholen? Weiß nicht. Weil E-Haltestellen und so. Bahnhof Beusselstraße. Busampel fehlt hier aber. Oder, ne? Ist halt nicht der Bus, muss sich hier durchkämpfen. Das machen wir hier auch an der Stelle. Ja, an der Stelle, wo wir, na klar, die Ampel nicht sehen. Naja. So, Beusselstraße. Können wir hier auch ein bisschen schneller werden. Ja, fahr schnell. Dann schaffen wir das noch alles. So, hier sind wir, glaube ich, runtergefallen in der letzten Folge, als ich die Linie mit dem Scania gefahren bin. Kann das sein oder erinnere ich mich gerade falsch? Ich glaube schon. So. Da hängt der Bass mal wieder. Döner Kebab. Sache. Wer was kaufen will, der muss jetzt aussteigen. Gerade ist eh Pause. Ich weiß nicht, was Tebas hier hat. Entweder speichert kurz und geht dann weiter. Weil das hatte ich ja beim Scania auch. Es hat kurz gespeichert und dann ging es wieder weiter. Hm. Wir warten einen Augenblick. Man kennt das ja bei Omsi, dass Omsi auch nachlädt. Aber ich glaube, bei Tebas ist das nicht so.
dass Tibas nachlädt. Könnt mich auch gerne da korrigieren, falls ich falsch liege. Aber meiner Meinung nach lädt Tibas so nicht nach. Das ist wie am Anfang gewesen. Mann, Mann, Mann. So, geht's jetzt hier noch weiter oder war es das? Anscheinend war es das. Schade. Schade, schade. Marmelade. Schade, echt. So, an dieser Stelle nochmal gesagt, es tut mir leid, dass Tibas sich jetzt aufgehangen hat. Ich weiß nicht, woran es lag. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, obwohl es jetzt nicht die ganze Strecke war. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann nicht. Es ist na klar, wie immer, euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, sowie auch ein Google-Konto. Und wenn ihr hier auf diesem Kanal gelandet seid, dann wird euch auch auf diesem Kanal der Train Simulator erwarten. Alles klar, haut rein, bleibt geil, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.